Hallo, willkommen zurück hier bei Skyrim. Ja, wir sind das letzte Mal hier rausgekommen. Ah, diesen wunderschönen See, ey. Da hinten sind sogar Häuser. Waren wir da schon mal? Vielleicht wollen wir da ja mal hingehen. Wartet mal eben. Wir können doch hier drüben ins Wasser springen, oder? Wartet mal eben. Ja, da springen wir mal eben ins Wasser. Und dann können wir da einfach zu den Häusern schwimmen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, hier durch den tiefen See zu schwimmen. Oder ob irgendwelche bösen Viecher auf uns lauern. Ich schwimme einfach mal. Oh, da sind auf jeden Fall irgendwelche Gegner. Ich versuche einfach mal an denen vorbeizuschwimmen, dass sie mir nicht allzu viel Schaden machen. Und wir uns eher weniger treffen. Aber ich wollte drüben einfach mal gucken. Da ist eine Mühle. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Hier sind Fischis. Wir müssen jetzt aber nicht unbedingt Fische fangen, finde ich. Ja, Schwimmen ist so cool unter Wasser, finde ich. Ah ja, und mir ist vor allem eingefallen oder aufgefallen, jetzt wo ich mit so richtig geilen Grafikeinstellungen spielen kann, kann ich mir auch den ein oder anderen Grafikmod holen, dass das Ganze noch geiler aussieht in dem Spiel. Habe ich schon das ein oder andere Mal gesehen. Vielleicht hole ich mir da tatsächlich demnächst mal was. Ich meine, eigentlich sieht Skyrim ja schon richtig cool aus, aber es kann sogar noch cooler aussehen. Da war ich richtig begeistert von, als ich das gesehen habe. Habe ich gerade irgendwie was Falsches mitgenommen? Ich weiß es gar nicht. Huch, was macht denn der Hase? Der Hase ist gerade durchgedreht. Hier haben wir wieder eine Sägemühle. Was klar, was das macht. Das ist doch schön hier einfach. Eine schöne Gegend. Gehen wir auch mal auf die Brücke. Einfach weil die Brücke so toll ist. Da ist ein Hühnchen. Paar Bergblümchen. Ein Schleifstein. Ach, wie schön. Hier kann man sich auch quasi niederlassen. Okay, die Halbmondmühle ist wahrscheinlich. Ist es so spät schon, dass sie da nicht mehr geöffnet haben? Okay. Was ist da oben? Ich gehe mal nach da oben. Das sieht aus wie ein Haus oder so. Ich weiß gerade gar nicht, was das ist. Ist das ein Lager oder was bedeutet das? Oh, ein Elch. Oder so. Jedenfalls cool. Ich meine, wenn das irgendwas Feindliches ist, muss ich da jetzt nicht unbedingt hin. Ah, das klingt aber nach Rüstungen, also nach Leuten, die eine Rüstung tragen. Ich weiß nicht, ob ich da dann hin will. Ich meine, ich muss ja nicht absichtlich Konfrontation suchen. Ich will einfach nur gucken, wer das hier ist oder was das hier ist. Komm schon. Jägersruhe, okay. Das ist scheinbar nichts Böses. Können wir dann mal den Bratspieß benutzen? Einfach mal so bei fremden Leuten was kochen. Oh, wenn wir was kochen könnten, aber es fehlt wahrscheinlich immer das Salz. Das gute alte Salz. Ja, schlecht. Ist hier denn jemand? Okay, das gehört scheinbar wirklich jemandem. Ich wüsste gerade nur nicht wem. Ach, hier, den beiden. Den beiden Jägern. Okay, gut zu wissen. Es ist aber scheinbar echt ein bisschen spät, dass die alle am Schlafen sind. Dabei sieht das doch so hell aus draußen. Dann ist das noch zu früh am Morgen. Wir gehen mal wieder zurück. Ich finde das schön, hier einfach nur durch die Natur zu laufen. Hat auf jeden Fall was. Ist voll schön. So ein Spaziergang im Wald. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich werde mir echt mal so ein, zwei Grafikmods holen. Dann sieht das Ganze noch viel waldiger, noch viel frischer aus. Habe ich zumindest gesehen, dass das wäre richtig genial.
Haben wir noch nicht offen, oder? Gut, dann werden wir... Nee, nicht R, sondern T. Ja, genau. Warten wir mal 2 Stunden. 9 Uhr sollten die meisten Leute ja eigentlich wieder wach sein. So, immer noch nicht? Meine Güte. Jetzt? Hä? Hier ist er. Herd. Habt ihr viele Gäste? Wir haben Gäste so oft wir können. Aber jetzt sind nicht mehr so viele Reisende unterwegs. Der Krieg hält die Leute von der Straße fern. Was hat die denn im Gesicht? Irgendwas hat die doch. Wir liefern nach Falkenring im Süden. Bis vor kurzem haben wir auch nach Helgen geliefert. Falkenring treibt mit den umliegenden Fürstentümern Handel. Und ohne unser Holz hätten sie Schwierigkeiten, ihre Preise niedrig zu halten. Oh mein Gott, wie cool, da ist eine Ameisenstraße. Mhm. Guck doch mal, was die da... ihr Gesicht sieht total eigen aus. Guck mal, die ganzen Ameisen hier. Oh, ist das knuddelig. Das ist ja cool. Oh, der ganze Baum ist voll mit Ameisen. Oh, die kommen irgendwie hier aus dem Nichts. Aber cool, einfach mal so ein Ameisenbaum. Oh, ist das schön hier, der See, ey. Guckt euch das mal an. Ist das schön. Hier will ich wohnen. Da drüben waren wir. Hier ist die Mühle. Joa. Dann schauen wir doch mal auf die Karte. Wir haben ja das letzte Mal eine Aufgabe erfüllt. Und zwar den Stern gefunden. Was für ein Stern war das? Azuras Stern, ne? Genau. Dann gehen wir mal zum Schrein von Azura. Ich hatte ja gesagt, ich möchte das der Trulla geben, die uns überhaupt darauf hingewiesen hat, dass wir das machen können. Finde ich irgendwie angemessen. Hey, Kekshammer! Dass wir das halt zu ihr bringen. Anstatt das jetzt irgendeinem anderen Typen zu geben, bei dem ich überhaupt nicht die Ahnung habe, warum wir das gerade dem geben sollten überhaupt. Azuras Stern. Ich wusste, die Fürstin der Dämmerung hatte einen Grund, euch zu senden. Gebt ihn mir. Ich werde Azura bitten, den Stern zu seiner ursprünglichen Reinheit zu verhelfen. Okay. Ich werde mit Azura reden. Ich hoffe, die macht das Richtige, ne? Azura, Mutter der Rosen, Göttin der Morgen- und Abenddämmerung. Sieht das geil aus, immer noch. Schönes Bild. Selbst mit euch reden. Bitte legt eure Hände auf den Altar. Dann hört ihr ihre Stimme. Seid gegrüßt, Sterblicher. Ihr seid meiner Führung durch die Schleier der Dämmerung gefolgt und habt meinen Stern von meinen Waren gerettet. Doch seine Seele wohnt noch immer darin, geschützt durch seine Zauber. Bis er beseitigt ist, wird euch mein Artefakt nichts nützen. Ja, kann man diesen Stern dann irgendwie säubern? Am Ende wird der Stern allmählich auf meine Ebene im Reich des Vergessens zurückfinden. Doch ich bezweifle, dass ihr die 100 Jahre, die das dauern würde, warten könnt. Nein, es bleibt nur eine Möglichkeit. Ich werde euch in den Stern schicken. Dort werdet ihr Malets Seele bannen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, Sterblicher. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Das schaffe ich bestimmt gar nicht. Ja, komm, mach. Hab Vertrauen, Sterblicher. Ich werde über euch wachen. Meine Anhänger haben mir eine frische Seele geschickt. Gut, ich bekam schon Hunger. Wartet. Irgendwas mit euch ist anders. Ihr könnt eurem Schicksal nicht entrinnen. Und wer seid ihr, dass ihr mich herausfordern wollt? Ich habe die Sterblichkeit selbst bezwungen. Ich habe den Daedra-Fürsten in die Augen gespuckt. Dieses Reich gehört nun mir.
Ich habe zu viel geopfert, um es mir von euch wegnehmen zu lassen. No. Oh, schade. Dann werden wir das wohl noch mal neu machen müssen. Kann ich das überhaupt schon? Sag mir mal, ob ich das überhaupt schon kann. Vielleicht kann ich das auch noch gar nicht. Ich werde dann mal, wir waren ja hier das letzte Mal, dann werden wir mal erstmal was anderes machen. Kann ja sein, dass ich noch zu schlecht dafür bin. Zu Nelaka wollte ich den Stern eigentlich nicht bringen. Wir können das mit dem Anschmaharz machen. Das war, glaube ich, gar nicht so hart. Wir könnten irgendwo hinreiten. Ach Gott, ich reite auch einfach so gerne irgendwo hin. Einfach nur durch die Gegend. Wir können Meridias Stern bringen. Und Richtung Einsamkeit reisen. Und so. Was war das noch? Wir sollten noch irgendwas... Irgendwas Normales machen. Ah ja, genau, hier. Nee. Das mit dem Ahnenschimmer-Heiligtum nicht. Ach du Schande. Rifton. Ja, ungewöhnlichen Edelstein. Nach Rifton könnten wir natürlich auch gehen. Ich überlege gerade. Da ist der Liebendenstein, da ist Rurikstadt. Ehrlich gesagt, ich glaube, wir werden einfach ein bisschen durch die Gegend reisen. Gehen wir mal nach Ustengraf und reisen da mal so ein bisschen durch die Gegend, würde ich sagen. Durch das Gebiet. Mit unserem kleinen Pferdchen. Ich bin so gern mit meinem Pferdchen unterwegs. Muss der jetzt schon wieder kämpfen, oder was? Pferdchen, warte auf mich! Dieses Pferd, ey, unfassbar. Das ist so ein Kriegspferd. Hallo, haben wir es dann mal. Danke. Meine Güte. Alter, was hatte das Pferd vor, bitte? Schauen wir mal eben noch kurz auf die Karte. Wo ich denn... Wie weit wir schon gerannt sind, ne? Ah, da. Genau, da wollen wir dann quasi hin. Okay. Zu wissen. Hier wollen wir also hin, oder? Ja. Versuchen wir hier mal so ein bisschen entlang zu reiten und hoffentlich vielleicht auch noch die anderen Sachen zu finden, die so ein bisschen mit auf dem Weg liegen. Wenn wir das so einigermaßen schaffen. Schwimmt da auch durch, mein Pferdchen? Kann so ein bisschen schwimmen, ne? Ja. Wir verlassen eine Hütte, okay. Dann steigen wir mal hier kurz ab. Ich hoffe, Ferdi, du bleibst jetzt erstmal hier und rennst nicht wieder sonst wohin. Na? Schon gemeckert. Oh, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Haben wir hier irgendwo in der Nähe einen Schlüssel? Pass mal ein bisschen auf das Pferd auf. Meine gute Lydia. Ist hier irgendwo ein Schlüssel in der Nähe? Todesglockenblume. Ich will da rein. Aber ist jetzt nicht, wo das sein sollte. Vielleicht finde ich das ja irgendwann mal in der Quest oder so, dass ich da dann reinkomme. Huch. Oh Gott. Schaffst du das? Ja, sehr gut. Oh, krass. Das sieht gruselig aus. Bin ich da überhaupt in der richtigen Richtung noch? Ich weiß es gar nicht so genau. Doch, ja, bin ich. Aber es ist schon eine krasse Gegend hier. Sehr düster, sehr neblig. Gruselig irgendwie. Ja, ein Moor halt, oder? Ist das wie ein Moor hier? Ich überlege gerade, ob ich nach oben reite. Da sind wieder Gegner. Als ob ich irgendwas von den Gegnern wissen wollte. Huch, was war das denn? Wow, okay.
Okay. Ja, vielleicht doch eher unten lang. Das schaffst du, mein kleiner Kekshammer. Sehr gut. Gut machst du das. So. Oh Gott. Da oben ist eine Mühle, ey. Ach du Schande. Krass, das arme Pferdchen muss jetzt voll reiten. Oder voll schwimmen, mit mir auch noch drauf. Oh, das sind sogar Ställe. Ach, wie cool. Ist das dann hier Einsamkeit? Das wäre cool. Ich wollte eigentlich schon ganz lange mal nach Einsamkeit. Ich dachte mir nur, das ist so ein weiter Weg. Aber ich glaube, das wirkt immer ein bisschen weiter auf der Karte, als es eigentlich ist. Weil so weit ist das nun wirklich nicht. Was ist das hier? Mhm. Huch. So, reiten wir mal hier drüber, über die kleine Brücke. Müssten wir ja wohl bei den Ställen rauskommen, oder? Ah, hier ist auch... Ah, Lager aus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. So, da oben sind dann die Ställe, da können wir unsere Pferdchen mal abstellen. Hallo. Katlers Hof. Okay. Ja, wie gesagt, setzen wir dich hier mal kurz ab, mein kleiner Kekshammer. Ich könnte mir wahrscheinlich sogar andere Pferde kaufen, oder? Aber ich will eigentlich echt meinen Kekshammer behalten. Es gibt garantiert noch schnellere Pferde. Aber warum sollte ich schnellere Pferde wollen, wenn ich meinen Kekshammer habe? Wenn ich mein Kriegspferd habe? Ich brauche doch nur mein Kampfpferd. Ich will mal runter gucken zum Hafen. Lydia kommt auch erst jetzt. Glückwunsch, dass ich es auch geschafft habe, meine Dame. Oh, das sieht schon gruselig aus, das Moor. Läuten da irgendwelche Glocken? Klingt so. Oder ist das irgendwas anderes hier unten? Irgendwas läutet hier. Hallo. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Riftern. Ist vielleicht sogar etwas. Ihr habt im Lagerhaus nichts zu suchen. Also warum zieht er nicht wieder ab? Ich wollte nur mal gucken, was das hier ist. Das hier ist das zentrale Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft, durch das all ihre Lieferungen passieren. Leider ist es wegen einiger Probleme in der letzten Zeit kaum noch benutzt worden. Doch euch ist ohnehin der Zutritt verboten. Okay. Woher sollte ich das wissen? Ich arbeite nicht für sie. Wenn ihr Hilfe braucht, könntet ihr ja mal nach Windhelm gehen und mit Ortus Endario sprechen. Er ist dort der Verantwortliche. Ah, okay. Mhm. Ich wollte ja vielleicht mal warten, bis wieder Tag ist. Wartet mal. Oh. Okay, das sind nur Vögel. Ich dachte gerade, das ist wieder ein Drache. Oh, das sind irgendwelche Vögel. Wir warten mal 9 Stunden. Dann sollte es 10 Uhr morgens sein. Dann sollte es ja hier wieder... sonst wie zugehen. Oder? Es ist erst 8. Jetzt bin ich verwirrt. Egal, es ist halt 8. Warten wir nochmal 2 Stunden. Die können sich ja alle hier nicht auskäsen, die Leute. Huch. Hä? Bist du gerade direkt vor mir gespawnt, Dia? Redet mit Eier. Ihr habt kein Wissen darüber, mit wem ihr sprecht. Geht weg. Und dann die Brüste dazu, so die so aussehen. Naja. Hallo. Was sitzt der Typ da? Benötigt ihr? Ich kann euch zu jedem Hafen entlang der Küste bringen. Na, cool. Nein, danke. Mhm, bis zum nächsten Mal. Oh, wir können auch auf das Schiff rauf. Cool. Dann gehen wir da mal aufs Schiff.
Yeah, ja, ich mache gerne so einen Erkundungspart. Öffnen die rote Woge. Okay. Was ist das denn? Ist das irgendwas Cooles hier? Ihr habt hier nichts verloren. Okay, danke. Ich mag dich auch nicht. Ihr habt hier nichts verloren. Nett. Sagst du mir auch das Gleiche? Ihr habt hier nichts verloren. Gehen wir nochmal da runter, oder? Ah, okay. Hier sind ganz, ganz viele Fässer. Cool gemacht, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, wir gehen ja schon wieder. War das hier richtig? Ja. Nee. Da ging's raus, okay. Na gut, wenn ihr mich hier nicht haben wollt, dann bin ich da dann halt nicht. Ich wollte ja nur mal gucken. Das ist halt ein Schiff und so. Schiffe sind cool. Aber die sind hier ein bisschen sehr unfreundlich. Am Hafen. Muss man sagen. Gehe ich mal eben wieder nach oben. Und dann schauen wir uns hier das nächste Mal weiter um. Ja, ich schaue mir gerne einfach nur die Gegend an. Wie gesagt, ich denke mal, ich werde zum nächsten Mal hin das ein bisschen aufpeppen mit ein, zwei Mods vielleicht. Dann werden wir vielleicht auch nach Einsamkeit nach da oben gehen. Ich denke mal, das ist es doch, oder? Ja, das ist Einsamkeit. Und ja, mal gucken, was wir noch so alles Schönes machen können. Und dann machen wir natürlich auch ganz, ganz viele Quests die ganze Zeit und immer wieder. Und weil ich ja so toll kämpfen kann. Ja, aber bis dahin, tschüss.